Kennt ihr den? When two tribes go to war. Und genau darum geht's. Der Wähler schaut zu, wie die Leute in den Wahlkampf ziehen. Was sieht er bei uns? Ein Haufen Gallier, die besoffen sich gegenseitig hauen. Das darf nicht sein. Ich diskutiere mit jedem, jederzeit, über alles. Aber nicht, wenn Wahlkampf ist. Nicht wahr? Dass wir an der Spitze so einen Streit haben. Dass wir einen narzisstischen Johannes vorneweg haben, mit dem ich ein ernstes Gespräch geführt habe, wo er kaltweiß wurde, weil er für einen kurzen Moment verstanden hatte, was er getan hat und was er tut. Es hat aber irgendwie keine Wirkung auf ihn gehabt, weil zwei Tage später lese ich dieselbe Scheiße wieder im Spiegel Online. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, alle 30.000, die wir sind, müssen aktiv werden. Und zwar im Sinne von Wahlgewinn. Weil wenn wir die Wahl nicht gewinnen, haben wir keine Knete. Und wenn wir keine Knete haben, können wir nichts machen. Wir können gegen die anderen nicht anstinken. Genau. Und two tribes go to war, und es sind ein paar mehr Tribes, das ganze Wahlvolk zu und freut sich, wie die Führer sich gegenseitig streitig sind. Auch da könnten wir was anders machen. Wir könnten die anderen Parteien dabei unterstützen, was Vernünftiges zu sagen. Kooperation statt Konfrontation. So, wie ich das mit meinem Bassisten machen muss, weil sonst können wir nicht zusammenspielen. Also, ich rufe alle Superhelden, alle 50-Jährigen, alle 40-Jährigen, alle übrig gebliebenen. Genau, kennt ihr das von Thomas D.? Wir haben Millionen Legionen hinter uns. Wir haben Millionen Legionen hinter uns. Wenn wir uns nur einigermaßen vernünftig verhalten, dann lieben uns die Nichtwähler. Weil wir die Einzigen sind, die nicht korrumpierbar sind. Von lauter Ehrlichkeit zerfleischen wir uns. Das muss doch nicht sein. Zumindest bis zum Bundeswahlkampf haben wir eins zu tun. Als Online-Partei müssen wir uns online zeigen. Wir gehen momentan online, um uns zu streiten. Das kann aber nicht wahr sein. Wir gehen jeden Tag alle online, alle 30.000. Wir sind auf ein paar übrig geblieben. Und was bedeutet das? Das ist unsere Stärke. Wir könnten online alle Foren stellen. All hands on deck, wie das früher auf Schiffen hieß, heißt bei uns Piraten ab ins Netz. Stürmt alle Foren, stürmt alle Zeitschriften, geht in alle Medien, diskutiert mit, platziert unsere Meinung. Helft uns, ein Dreivierteljahr lang könnten wir online den Wahnsinn veranstalten, wenn alle richtig mitmachen. Das muss auch nicht zentral vermittelt sein. Das muss nur passieren. Es geht. Und dich? Machst du da mit? Oder guckst du außen zu, wie sich unsere beiden Streithähne irgendwie kaputt machen? Wenn wir, egal was da vorne passiert, alle oder viele, jeden Tag ins Netz gehen, jeden Tag wenigstens eine Nachricht, wenigstens ein Kommentar, ein Blogbeitrag, wenn wir wenigstens das tun, und das machen 30.000 Leute, oder nur die Hälfte, dann haben wir eine solche Meinungswucht. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie stark wir sind. Wir haben noch nicht verstanden, wovor die anderen Parteien Angst haben. Weil wir können das Netz einfach übernehmen. Weil wir wissen, wie das geht. Und zwar legal, mit unseren Meinungen. Geil! Das ist so geil, versteht ihr? Wir können das nämlich schaffen. Und wenn der Spiegel sonst was schreibt über unsere Führung, ist uns doch egal. When two tribes go to war, when our tribe goes to war, lasst uns Einheit zeigen. Für ein Dreivierteljahr. Danach können wir über alles reden.
oben, unten, rechts, links, was immer die Themen sind. Aber es uns eint doch etwas. Uns eint doch etwas. Wir sind Piraten.